neues Glück. Drei neue Kandidaten spielen heute Abend um das beste Angebot, das es je gab. Einen BMW 320i Cabrio vom Autohaus Garching Baulspiel im Wert von über 61.000 Mark und im Wert von fast 30.000 Mark eine Kreuzfahrt von Sieg laut Reisen. Zwei der unglaublichen Preise bei Hopp oder Topf. Natürlich darf am Faschingsdienstag ein richtiger Dampfplauderer nicht fehlen. Wollen wir ihn reinlassen? Nein? Dann machen wir das Tor wieder zu, aber klemmt ihn ja nicht ein. Tommy Aigner! Einmal ein anderer Auftritt. Einmal im Jahr ist es möglich. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen an diesem wunderschönen Dienstagabend. Ich nehme an, dass Sie heute schon einiges gesehen haben im Fernsehen. Und auch wir werden ein paar kleine Gags machen, aber natürlich die ältesten Kamellen, die haben wir schon hier rationalisiert. Ich habe wieder ein bisschen in der Geschichte geblättert und bin draufgekommen, dass nicht nur voriges Jahr, sondern vor zwei Jahren und sogar auch schon vor 10 Jahren Faschingsdienstag war. Deswegen würde ich sagen, glaube ich, haben wir drei neue Kandidaten. Und tja, heute ist sie so heiß, dass sogar die Wasserkessel nach ihr pfeifen. Hier kommt Angelika Petersen. Hallo Tommy, guten Abend zu Hause. Schönen. Ich habe dir einiges zu verleihen. Erstmal diese wunderschöne Mütze, Bikini-Inspektor, weil ich dachte, du machst ab und zu Misswahlen, da passt das für dich. Dann hier der Hopp- oder Top-Faschingsorden. Wie soll ich den jetzt rüber bekommen? Ja, ich glaube, den kriegst du sowieso nicht rüber. Und dann habe ich hier noch so einen kleinen Vogel. Ja, und der soll jetzt auf der Nase kleben. Der sollte eigentlich auf der Stirn kleben, oh, ja. Aber er will nicht. Aber ich habe ihn aufgefangen. Wir haben wohl erkannt, wie es gemeint war. Ich würde sagen, ich probiere einmal richtig zu montieren. In der Zwischenzeit zeigst du uns, wer unsere neuen drei Kandidaten sind. Das mache ich. Der größte Wunsch unserer ersten Kandidatin ist es, bei Hopp oder Top mitzuspielen. Hier kommt aus Gelsenkirchen Silvia Schulz. Guten Abend. Unseres zweiten Kandidaten größter Berufswunsch wäre, Bundeskanzler zu werden. Wir begrüßen in München Jens Poschmann. Schönen guten Abend. Tiffany Lampen fertigt unsere letzte Kandidatin selbst an. Wir begrüßen ebenfalls in München Karin Schumacher. Schönen guten Abend. So, jetzt haben wir sie, unsere Neukandidaten. Mhm. Ich bin noch immer, aber wir passen heute farblich also wirklich ausgezeichnet ja, zusammen. Ja, deswegen habe ich dir auch diese Mütze mitgebracht. Ah, na gut, gut. Silvia. Zu Ihnen, ganz kurz. Sie haben schon mal in einer Fernsehsendung mitgemacht. Wie sagen Sie, ist Ihnen das Gefühl vor der Kamera ein angenehmes? Ja, das ist mir nicht unangenehm und mir macht das auch nichts aus, weil man im Studio ja die vielen Zuschauer gar nicht sieht. Das ist einmal richtig. Sagen Sie, Sie arbeiten als Bankkauffrau. Ja. Dieser Faschingsdienstag ist doch ein Tag, wo viele Menschen zu Ihnen verkleidet hineinkommen. Wie können Sie am Faschingsdienstag erkennen, ob die Männer mit dem Strumpf über den Kopf jetzt nur verkleidet sind oder... Also derartig maskierte glaube ich kaum, dass wir die reinlassen werden. In Ach so, die kommen gar nicht rein. Die kommen gar nicht erst gut, Silvia, Sie sind heute bestens gekleidet zu uns reingekommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Jens, Ihr größter Berufswunsch ist es, Bundeskanzler zu werden. Was würden Sie verändern, wenn Sie dann nun an dieser Stelle sitzen würden? Ich würde sagen, zuallererst würde ich mal die Branntweinsteuer abschaffen, Nikotinsteuer. Ich wäre natürlich selber Bundeskanzler und nicht mehr der Herr, der es jetzt ist. Und dann würde ich sagen, 24 Stunden am Tag, nur Gameshows, nur Hopp oder Top, mit Gewinnen garantiert für jeden Kandidaten. Na gut, okay. Meine Stimme hat er. Alles Gute, Jens. Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön, dass Sie heute zu uns gekommen sind. An diesem Tag wird es ein bisschen rund gehen. Karin, und bei Ihnen gefällt mir eines ganz gut. Sie sind in der Wirtschaftsprüfung zuständig oder eigentlich tätig, dort am Computer. Was ich immer schon mal wissen wollte, kriegen die Wirtschaftsprüfer eigentlich Umsatzbeteiligung für den Finanzamt? Nein. Überhaupt keine Chance? Nein, keine Chance. Wie ist das? Also sind Sie manches Mal auf der Seite eher des Finanzamts oder immer auf der Seite des Kunden? Eigentlich weniger auf der Seite des Finanzamts. Also schon eher Denn im ist, Sinne... eine freie Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und was geben Sie sich heute selbst für Chancen? Wir werden sehen. Wir werden sehen, ganz richtig. Deswegen alles Gute auf diesem Wege. Tja, und wir werden sehen, wie sich die Karin schlägt. Mhm. Angelika, hast du ein bisschen Vorstellungsgabe? Stell dir vor, du bist jetzt ein Baum, ja, der ja. hier waagrecht wächst. Ich hoffe, die Kamera kann das zeigen. Und an einem schönen Tag kommt dieser Specht zu dir. Wenn ich ein Baum wäre, würde ich ausschlagen. Und bringt dir ein kleines Würmlein. Und dieses Würmlein sehen wir dann in der Geschenkboutique. Okay, bis dann. Dankeschön. Nett. Nett. Da gab es ja mal einen Film, ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben. Da hat er immer für die Dauer des Frühstücks das dann daneben hoppeln lassen. Wir lassen sie jetzt nicht hoppeln, sondern wir sagen ganz geschwind. Heute an diesem Tag sind natürlich die Regeln gleich geblieben. Das heißt, unser Spiel ist unverändert. Alles das, was Sie heute verdienen, ist natürlich auch morgen auf Ihrem Guthaben zu finden. Richtige Antworten 5 Mark, falsche Antworten ziehen wir ebenso 5 Mark wieder ab. Und gewonnen hat derjenige, der die meisten Punkte heute zusammenbringt. So, jetzt machen wir eine technische Kontrolle. Ein Druck von Karin auf den Knopf.
Das war nicht schlecht. Jens, bitte. Auch gut. Und Silvia? Jawohl, da fliegt ja doch das Blech weg. Wunderbar. 20 Mark als Startkapital. Und ich darf jetzt mein Bikini-Häubchen hier ablegen. Denn ich brauche freie Sicht auf meine drei Kandidaten. Hier die ersten Fragen. Wie nennt man die in Ziergärten aufgestellten Kleinplastiken mit Zipfelmütze? Jens. Gartenzwerge. Das ist richtig, jawohl. Angelikas größte Freunde. Welcher europäische Nadelbaum verliert im Herbst seine Nadeln? Eibe. Karin? Eibe. Nein, das ist die Lerche. Wer war der erste Nachkriegsbürgermeister von Berlin? Zu spät, Ernst Reuter. Wie heißt die Verdickung der Haut, die als Reaktion auf Druck oder Reibung, Jens? Hornhaut. Das ist richtig, jawohl, 30 Punkte. Wie heißt der größte Teil des asiatischen Territoriums von Russland? Jens. Keine Chance, Sibirien wäre es gewesen. Wie nennt man in Spanien ein Omelett? Tortilla. Karin. Tortilla. Das ist richtig. So, die erste Runde haben wir jetzt hinter uns. So ernste Gesichter an diesem Tag sieht man wahrscheinlich überhaupt nicht. Damit sind wir wenigstens speziell in dieser Sendung. Wir haben hier Höchststand bei Jens, 25. Kleiner Vorsprung gegenüber den Damen und damit an Sie. Das erste Angebot an uns in unserer Faschingsdienstag-Geschenkboutique. Eine Konferenzmappe mit Sicherheitskartentechnik von Himex. Damit Ihre geheimen Unterlagen auch wirklich geheim bleiben, Jens. Im Wert von 150 Mark, heute für nur 6. Von Himex über die Firma Wurm in Köln bei Hopp oder Top. Damit wir schon wieder bei den Würmern wären, ja, und bei den Gartenzwergen. Eine Möglichkeit für Sie hier zuzuschlagen. Haben Sie Interesse daran? Ich meine, entschuldigen Sie, wenn Sie Bundeskanzler werden wollen, dann brauchen Sie natürlich eine Mappe, wo Sie auch hier aber Ihre doch Sachen... Eine, doch eine, die um einiges dicker ist, oder? Eine, naja, ich meine, da sind einmal die wichtigsten Sachen drinnen. Hier können Sie zum Beispiel auch noch die Schreibgeräte verstecken. Ich sage Ihnen ein Angebot. Ich lege Ihnen 200 Mark drauf und hätte gerne 5 von Ihrem Konto. 200 Mark. Zum Ersten. Zum Zweiten. Und? Interesse? Ja, nein? Verkauft an Jens. Hier habe ich auch den Versteigerungshammer. Gut, das heißt also, wir haben wieder 20 bei allen drei Kandidaten. Einer hat allerdings schon eine Kleinigkeit hier zugeschlagen. Und ich sage es nur noch einmal. Ich meine, Jens, wenn Sie nicht reagieren, ich möchte niemandem wirklich unbedingt was aufdringen. Aber verkaufen soll ich schon. Gut, hier die nächsten Fragen. Wie werden die Gemeinschaftssiedlungen in Israel mit gemeinsamen... Karin? Kibbutz. Richtig, jawohl. Mit gemeinsamem Eigentum, gemeinsamer Produktion und gemeinsame Arbeit. 25. Wie lautet die englische Abkürzung für das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen? Jens? EFTA. Nein, GATT. 15. Wie nennt man die kraftschlüssige Verbindung zwischen Motor und Getriebe? Jens? Kurbelwelle. Kupplung. Macht nichts, Sie werden es wieder gut machen. Sie werden sich sicherlich einmal über Auto beugen und einmal nachschauen. Hier habe ich mal die erste Bonusfrage. Wer bin ich? Ich bin einer der Großen des amerikanischen Films. Meine Karriere begann ich als Cowboy-Statist. Ich spielte in unzähligen Liebesfilmen und Western den idealen lässigen Helden. 1941 erhielt ich für Sergeant York den Oscar. 11 Jahre später noch für High Noon. In wem die... Silvia? Gary Cooper. Richtig. Wem die Stunde schlägt, wäre dann der nächste Tipp gewesen. Ihnen schlägt sie jetzt hier mit der Auswahlmöglichkeit Ihre Zahl. Die 3. Da ist bestimmt was Lustiges drunter. Bitte schön, Silvia. Ich lese erst, wenn Tommy seine Bikini-Mütze wieder aufzieht. Sie haben 7 LCD-Spiele gewonnen für jeden Tag der Woche 1, damit es den Faschingsmuffeln zu Hause nicht langweilig wird. Ein verspielter Preis von Hopp oder Top. Nette Sache, nicht? Ja. Und sollte man unter Schlaflosigkeit leiden, ich meine, da können wir zwar nichts dagegen tun, aber zumindest haben Sie damit eine Zeit vertreibt, Silvia. Gut, unveränderter Punktestand. Hiermit die nächsten Fragen. Jens, Sie schauen mir so ernst rein. Gibt es irgendwas, was Sie stört in der heutigen Zeit? Nein, an sich nicht, nein. Würden Sie gerne irgendwas verändern wollen? Alles, nein, um Gottes Willen. Außer Ihrem Punktestand? Den wahrscheinlich. 10 Punkte momentan, Sie werden es wieder gut machen. Hier die nächsten Fragen. Wie nennt man eine Silberlegierung mit einem Feingehalt von mindestens 925... Jens? Sterling. Richtig, 925 Promille. Silber, 15. Wie heißt der östliche Teil der nordamerikanischen Kordilleren? Die Rocky Mountains. Wie nennt man in der Kunst die Darstellung des nackten Menschen? Jens? Nackt. Richtig, und damit haben Sie Ihren Einsatz wieder. Sehen Sie, mit der Kupplung funktioniert es zwar nicht, aber bei der Anatomie haben wir es leichter. 20.
Von welchem römischen Kaiser wurde die Stadt Trier gegründet? Karin. Cäsar. Nein, Augustus. Und damit haben alle drei Kandidaten wieder Gleichstand. Es ist nur ein Gerücht, dass heute der Kandidat mit dem niedrigsten Punktestand gewinnt. Es ist alles gleich geblieben, also bitte, strengen Sie sich ein bisschen mehr an. Welches ist die rheinische Bezeichnung für den Fastnachtsmontag? Jens. Faschingsmontag. Mein Gott. Rosenmontag. Wie heißt die Fernsehserie der ARD mit Verhaltensregeln für Tipps für Autofahrer? Karin. Nee, weg. Eieiei. Es ist ein Sinn, der siebente Sinn. Hier das Klingeln, ein vertrautes Geräusch an diesem Tage für die Geschenkboutique und etwas, was es eigentlich fast noch nie gegeben hat. Eine Kandidatin in der zweiten Runde mit dem Einsatz. Mit 20 Punkten haben Sie damit den Höchstpunktestand, Silvia, und die Möglichkeit, nun von Angelika auszuwählen. Greifen Sie zu, Silvia, ein dreiteiliges Kofferset von Bags Marketing im italienischen Design. Rollenkoffer, Aktenkoffer und Kosmetikkoffer aus der Serie Gomma Negra. 500 Riegel kostet 696 Mark. Heute nur 9 von Bags Marketing und Hop oder Top. Silvia schaut mir interessiert aus. Angelika, darf ich irgendeine harte Stelle haben, dass ich da irgendwo hinschlagen kann? Na, mein Kopf natürlich. Oh nee, da gibt es noch andere harte hier Stellen. Die Schulter, hier die Beckenknochen, ne? Zum Beispiel. Nein, großartig. Silvia, ich mache Ihnen hier dazu 300 Mark auf die Hand, 9 von Ihrem Konto, zum ersten, zum zweiten. Keine Chance, soll ich Ihnen noch was drauflegen? Vielleicht weniger Punkte. Weniger Punkte? 8 Punkte. Dann nehme ich aber wieder ein 100er weg. Zum ersten, zum zweiten und zum... Nicht verkauft. Nicht verkauft? Mhm. Gut, dann lege ich 300 drauf und mache 7 Punkte. Zum dritten. Nicht verkauft. Gut, bleibt bei dir, gib's mir später. Gut, damit haben wir also zum ersten Mal die Chance hier für eine kurze Pause an diesem Tag, wo wir uns ein bisschen Mühe gemacht haben, auch Ihnen ein Schmunzeln auf den Lippen zu zaubern. Vielleicht gelingt es uns auch bei dieser Frage. Wofür wurden 1869 Rollschuhe erstmals eingesetzt? War das für den Service im Londoner Ritz Hotel, für das Einschiffen von Pferden, klingt logisch, oder für eine Opernaufführung? Die Auflösung nach dieser kurzen Pause. Wofür wurden also 1869 Rollschuhe erstmals eingesetzt? Es war für eine Opernaufführung, nicht für das Einschiffen von Pferden. Bei einer Pariser Aufführung von Giacomo Meyerbeers Oper Der Prophet stellten die Sänger eine Eislaufszene auf Rollschuhen dar. No, wieder ein bisschen was dazugelernt. Jetzt wollen wir mal schauen, ob ich heute gut treffe. Probiere ich mir, gebe mir alle Mühe. Der geht genau in die Kamera. Okay, ist da wieder alles in Ordnung oder müssen wir auf eine Runde umsteigen? Haben wir. Gut, bestens. Damit kann ich nur eines sagen, unsere Kandidaten sind momentan noch nicht gesegnet mit den Punkten, aber zumindest mit der Sicherheit einmal eine Runde überstanden zu haben. Karin und Jens 15 Punkte, Silvia 20, hier die nächsten Fragen. Welchen Krieg begann England mit China 1838, um die Interessen seines Handels zu schützen? Den Opiumkrieg. Wie heißt das aus dem Französischen stammende Fremdwort für Geldbeutel? Jens. Portemonnaie. Korrekt. 20 Punkte. Einsatz. Wer schrieb den Roman? Silvia? Nein, das war es noch nicht. Ja, es ist ein sehr sensibler Knopf, besonders an dem heutigen Tag. Aha. Also seien Sie ganz vorsichtig zu ihm, bitte. Wer schrieb den Roman Der Jäger von Fall? Ludwig Ganghofer. Fall ist der Ort, wo heute der Silvenstein-Stausee liegt. Welches war das Hauptwerkzeug der Altsteinzeit? Karin. Hammer. Der Faustkeil. 10. Welcher englische Ausdruck bezeichnet den glücklichen Ausgang einer Roman oder Jens? Happy End. Das sei Ihnen heute gewünscht. Momentan schaut es noch nicht so aus, obwohl Sie den Höchststand haben. Sensationelle 25 Punkte. Eine Frage im Vorsprung zu Silvia. Wir kommen zur Bonusfrage Nummer 2. Eine Frage, wo Sie ja wissen, ein bisschen pokern können Sie hier, denn wenn Sie falsche Antworten, ziehen wir dann nichts ab. Wer bin ich? Ich bin eine heilige Stätte des antiken Griechenlands und liege 120 Kilometer von Athen entfernt. Der Mittelpunkt meines heiligen Bezirks war auf einer Terrasse liegende Apollon-Tempel. Vor allem mein Orakel, das auf Jens. Delphi. Natürlich. Befragen Sie Ihr Orakel ganz geschwind und sagen Sie uns Ihre Glückszahl. Meine Glückszahl ist die 13.
Großartig. Angelika, die 13. Die haben wir nicht. Jens. Ich probier's mit der 5. Okay, hoffentlich haben Sie einen hübschen Knallbonbon. Bitte sehr. Auch nicht schlecht. Sie haben 168 Aufnahmen aus diesen 8 Quick-Snap-Kameras gewonnen. 2 Panorama für den riesen Faschingsball, mit und ohne Flash für die dunklen und hellen Ecken und Winkel und, falls Sie abgesoffen sind, die Unterwasserkamera. Das alles von Hopp oder Top. Ist doch nett. Das sind diese Kameras, die man immer im Auto hat, für den Unfall zum Beispiel. Sollten Sie mal vielleicht ein bisschen Wasser im Vergaser haben, geht auch rein die Unterwasserkamera. Ja. Gut. Wenn ich die Kupplung suche. Ja, zum Beispiel. Gut. Und den Akt dabei transportieren. Wir kommen zu den nächsten Fragen. Karin hat momentan 10, Silvia 20, Jens 25. Hier kommen sie. Wie heißt die weiße, kuppelüberdeckte Basilika, die in Paris auf dem Montmartre steht? Karin. Sacré-Cœur. Das ist richtig. 15. In welcher amerikanischen Stadt befindet sich das Grab von Elvis Presley? Karin. Memphis. Richtig, gerade noch. Oh, wirklich. Im letzten Moment. Silvia, Sie müssen irgendeine besondere Ausstrahlung auf den Knopf haben. Ich glaube auch, weil ich drücke ständig den Knopf und es passiert nichts. Wahrscheinlich sind die anderen schneller. Ach, Sie meinen, dass der Knopf ein bisschen Verzögerung hat? Das ganz sicher nicht. Drücken Sie jetzt einmal. Drücken Sie mal drauf, ganz normal. Sehen Sie, es funktioniert. Wirklich? Also, kein Problem. Gut. Ein bisschen streicheln vielleicht. Allerdings Wunderlampe. Jawohl. Hier die nächsten Fragen. Welche Statue im antiken Olympia zählt zu den 7 Weltwundern? Karin. Der Koloss. Die Statue des Zeus aus Elfenbein und Gold. Welche Ballade von Schiller beginnt mit der Zeile "Wer wagt es, Rittermann oder Knapp"? Der Taucher. Wer wagt es, zu tauchen in diesen Schlund? Wer komponierte die Ballettmusik der Nussknacker? Jens. Mozart. Tschaikowski. Ah. Also ich muss schon eines sagen, wir haben heute wieder auch mal Rekord. Wir haben wirklich einen legendären Punktestand. Karin hat 15 und Jens und Silvia unseren Einsatz, als wären wir noch am Anfang der Sendung. Aber das spielt überhaupt keine Rolle, passt eigentlich wunderbar zu dem heutigen Tag. An Jens und an Silvia, beide das Angebot in der Geschenkboutique Nummer 3. Genießen Sie ein luxuriöses Wochenende im Hotel Mercure in München. Mit Champagnerfrühstück im Giesinger Warsteiner. Eine Reise für zwei im Wert von 1.800 Mark. Heute nur 16 von Komota, Zeitarbeit bei Hopp oder Top. Eine Situation, die wir eigentlich noch nie hatten. Interessant wäre es, wenn der Höchstpunktestand 15 wäre und wir hätten gerne 16 ja, für die Geschenkboutique, dann müsste ich wahrlich einen Ausverkauf machen. Wer zuerst drückt, hat dieses Wochenende. Niemand drückt, großartig. Die Unterstützung heute von meiner Kandidaten ist großartig. Ich mache da noch ein kleines Taschengeldangebot. Hat Jens überhaupt Interesse? On verra, sagt den Franzosen, mal sehen. Sehr gesprächig heute. Silvia, wie schaut es bei Ihnen aus? Hätten Sie Interesse? Ich sage das Gleiche. On verra. Sie wollen ein bisschen drauf haben. 1, 2, 3, 4, 500 Mark. Zum Ersten, zum Zweiten. 16 Punkte von Ihrem Konto. Sie haben nicht viel zu verlieren. Es fahren zwei Personen mit. Es fahren zwei Personen mit. Ach. Ach. Und da gebe ich noch 200 Mark. Mache 700 Mark und 16 von dem Konto. Zum Ersten, zum Zweiten und zum, jetzt gebe ich auch mal meinen Kopf hin, zum Dritten nicht verkauft. Alles klar. Dankeschön. Gut, auch wenn man mit diesem Hammer nicht so gut umgehen kann, aber wollen Sie nicht, trauen Sie sich nicht oder meinen Sie, dass Ihre Konkurrenten so stark sind? Die Konkurrenz schläft nicht. Ah ja, na gut, wie Sie meinen, Silvia. Aber ich hätte da mal locker zugegriffen. Egal, hier kommen die nächsten Fragen. In welcher Sportart gibt es Icing? Jens. Beim Eishockey. Korrekt. 25 und damit die Führung überlegen. Immerhin. Mit einer Frage. Immerhin. Mit welchem Land schlossen das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn 1882 den Dreibund? Mit Italien. Was ist die kleinste Münzeinheit im heutigen Ägypten? Der Piaster. Welches Wildpferd hat Streifen? Jens. Das Zebra. Das ist richtig. Und damit haben Sie 30 Punkte. Ihre überlegene Führung ausgebaut. Wir kommen zur Bonusfrage Nummer 3. Schauen wir kurz zu Angelika, zu unserem Bonbon heute. Hier haben wir schon zwei Bonbons an der Wand und das Knallbonbon davor. Wir kommen jetzt zu dieser Bonusfrage Nummer 3. Wenn Sie jetzt richtig finden, dann kommt vielleicht ein Bonus zu Vorschein und der kommt sofort zu Ihrem Punktestand dazu. Wer bin ich? Ich wurde 1724 in Königsberg geboren und bin ein deutscher Philosoph. Im Anschluss an meine Tätigkeiten als Hauslehrer, Privatdozent und Unterbibliothekar wurde ich 1770 Professor für Logik und Metaphysik in Königsberg.
Einer meiner Sätze über das Prinzip moralischen Handels wurde kategorischer Imperativ. Jens. Immanuel Kant. Das ist richtig. Viel Glück. Ich meine, mit der 13 kommen wir heute jetzt wieder nicht durch. Jetzt würde ich sagen, nehme ich mir mal die erste Ziffer, die 1. Gut. Tja, Jens, ich glaube nicht, dass da was Besonderes steckt. Bitte schön. Jetzt können Sie sich die Promille mit den lustigen Partyflaschen verabreichen. Sie können sich bleifrei oder normal auftanken, Ihren Durst oder Brand löschen und mit der Tankstelle alles wieder auffüllen. Der Superspaß für Ihre letzte Faschingsparty von Hopp oder Top. Schauen Sie, da könnten Sie jetzt zum Beispiel schon sich eine reinpumpen. Eine was? Ja, womit Sie es füllen, liegt an Ihnen. Ja. Aber nur die Form, die Art und Weise, wäre das doch nicht schlecht. Schön. Nicht? Soll ich es da kurz stehen lassen? Ach ja, gerne. Nicht? Da haben Sie schon die Sicherheit, dass Sie auf jeden Fall heute nicht mit leeren Händen ausgehen. Momentan haben Sie sogar noch dazu die Führung und ich ein paar weitere Fragen. Nein? Nicht? Ja, stimmt. Den England-Krieg haben wir schon gefragt. Angelika, wo sind denn heute unsere, heute hast du viel zu tun, drei unter Bonus. Der 6 hatten wir den 10-Mark-Bonus, unter der 7 den 15-Mark-Bonus und hier unter der 9 den 25-Mark-Bonus. Dann ist alles klar. Wir füllen dieses Gerät in der Zwischenzeit und hoffentlich haben Sie Ihr Gerät schon angefüllt. Nehmen einen trockenen Schluck und wir sehen uns nüchtern in wenigen Minuten. Bis gleich. Jetzt geht's wahrlich in die Temperrunde. Hier mit drei Kandidaten, die heute nicht wissen, wie ihnen geschieht, wenn man ihrem Gesichtsausdruck nachgeht. Karin, bei Ihnen 15 Punkte, bei Ihnen, Silvia, 20 Punkte und Jens hat 30 Punkte. Und ich sage es noch einmal, vielleicht sind die Gags am Rande zur Belustigung gedacht, aber das Spiel ist so, wie es immer ist und die Fragen sind auch nicht anders. Deswegen Konzentration, wir kommen zu unseren 60 Sekunden, blenden die Uhrzeit ein, es geht los. Wie nennt man das einhöckrige Kamel? Karin. Romeda. Richtig. Wie heißt das französische Wort für Kehrreim? Silvia? Refrain. Richtig. Wer schrieb den Tatsachenroman Kaltblütig? Capote. Welches ist die Amtssprache Kubas? Silvia? Spanisch. Richtig. Welches Instrument spielt Chet Baker? Trompete. Welches war der Titel der indischen Könige? Raja. Wie heißt die zweitgrößte Insel Italiens? Karin. Sizilien. Sardinien. Welcher König war Oberbefehlshaber der Griechen vor Troja? Agamemnon. Welche Farbe haben die Postkästen in England? Karin. Rot. Richtig. Wie nennt man einen Facharzt für innere Krankheiten? Jens. Internist. Richtig. Wer spielte die Titelrolle in Ein Mann sieht Rot? Karin. Charles Bronson. Richtig. Eile mit was? Silvia. Richtig. Wie heißt die Hauptstadt von Jamaika? Jens, Kingston-Town. Richtig. Wie hieß der SPD-Kanzlerkandidat im Wahlkampf? Brauchen wir nicht. Jens ist mit einer Frage Vorsprung unser Faschingsdienstags-Champion. Ein Wahnsinn. War das ein harter Kampf? Wir haben heute schon gedacht, dass wir vielleicht die ein oder anderen mit 0 Punkten nach Hause schicken. Aber großartig geschlagen in der Temporunde. Und hier kommt Angelika mit der Verabschiedung unserer Damen. Ja, Karin, die närrischen Tage machen ein bisschen schlapp. Uns lief nicht ganz so gut. Aber unsere Geldscheinklammer, die wird Sie nach Hause begleiten. Der Orden selbstverständlich auch. Von Hopp oder Top. Zur Erinnerung. Ein spezielles Dankeschön an diesen heutigen Gut, ich gehe weiter zu Silvia. Silvia, Sie waren nicht weit vom Championat entfernt, obwohl das heute nicht besonders viel heißen soll. Sie nehmen Preise, gar keine Preise mit, sondern auch unseren Trostpreis und den Orden. Richtig, und hier kommt's geraten. Darf ich Ihnen den überreichen? Mit der Frisur haben wir ein bisschen ein Problem. Legen wir her und ich sage Dankeschön. Ist die Shee, unsere Geldscheinklammer aus 9 25er Sterling-Silber mit 24 Karat Ziervergoldung in traditioneller Handarbeit von Christoph Wiedmann für Hopp oder Top. Also eines muss man sagen, es ist wirklich eine großartige Leistung, bei uns zu gewinnen, mit 271.000 Mark nach Hause zu gehen. Aber eine viel größere Leistung ist es, mit 40 Punkten Champion zu werden. Und deswegen sage ich, lassen Sie uns einkaufen gehen. Jens, wie fühlen Sie sich so als neugebackener Champion? Ja, es ist mir selber schon ein bisschen peinlich, aber ich meine, ich kann es nicht ändern. Dass Sie Champion geworden sind? Ja, oder? Die wenigen Punkte. Die wenigen Punkte? Ja. Na, aber es ist ganz egal. Wenn man das erste Mal Champion wird, egal was wir dafür verlangen, mit einem Preis können Sie mit Sicherheit nach Hause gehen. Und so sieht aus. Ein wunderbarer Stein. Hä? Gefällt er Ihnen? Das ist natürlich nicht der Preis. Der Preis ist ein Gelände-Mountainbike vom Typ Trophy von Binora. Profimaterialien und Profikonzeption für optimierte Sicherheit und geringes Gewicht. Für höchste Ansprüche und allerhöchste Berge. Es kostet fast 2.100 Mark. Heute nur 75 von der Binora Zweiradfabrik bei Hopp oder Top. Und hier haben wir schon das Mountainbike, das Sie mit nach Hause nehmen können. Kommen Sie zu mir herein, selbstverständlich.
Sie sind ja hier erlaubt und sogar gewünscht. Jens, das könnten Sie heute mit nach Hause nehmen. Oder Sie sagen, nein, ich möchte noch ein bisschen gerne weiterspielen. Dann gibt es nämlich ab 160 Punkte den Harry Sparkoffer, ab 250 den Honda Roller oder ab 340 Schmuck im Wert von 17.000 Mark oder ab 430 die Windjammer. Da haben Sie dann kein Katzengejammer, aber 520 Punkte, das zeigen wir Ihnen heute. Da gibt es nicht nur zwei Räder, sondern vier und in der Mitte ein Motor. Und was für einer! Da gehen Ihnen die Augen über. Der BMW 320i Cabrio vom Autohaus Garching Paul Späth hat eine Extra-Ausstattung, die sich wie immer sehen lassen kann. Mit Lederpolsterung, ABS, Sitzheizung und BMW Soundsystem im Wert von 61.500 Mark. Heute für 520 vom Autohaus Garching Paul Späth bei Hopp oder Top. Und den können wir uns näher ansehen. Gestern haben wir ihn also verlost. Tja, und das ist schon das zweite Stück. Jens, da hätten Sie auch die Chance, so weit zu spielen. Aber Sie können natürlich auch noch eine Runde weiterspielen. Der Jackpot ist leer. Momentan steht er bei 76.000 Mark. War gut gesagt, nicht leer. Wir fangen immer bei dieser Summe an und um 1.000 Mark dann mehr. Und zu guter Letzt, alles, was Sie hier sehen, hat einen momentanen Gesamtwert von 199.733. Deswegen machen wir es kurz. Nehmen Sie heute Ihr Mountainbike mit nach Hause oder geben Sie Ihrem Charme, wie soll ich sagen, einen Stoß und zeigen Sie uns morgen, dass Sie es wirklich können. 10 Sekunden. Jens, Hopp oder Top. Also wenn ich der Bundeskanzler wirklich mal wäre, würde ich sagen, lass uns aussitzen, aber ich mache weiter. Gut, das heißt, wir sehen ihn also morgen wieder. In seriösem Rahmen und auch mit Moderator ohne Käppchen. Das war's für heute, unsere Fasching-Dienstag-Ausgabe. Mit ein bisschen Mühe ein Dank ans ganze Team. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, aber Sie wissen es, unser Spiel hat Vorrang. Und deswegen morgen Abend wieder in gewohnter Atmosphäre. Viele Grüße nach Bad Freiburg. Dankeschön. Tschüss.